Schlucki. Blöder Schluckauf. Jeden Tag. Mindestens ein Schluckauf. Den mögen wir gar nicht. Den mögen wir gar nicht. Da lässt man einmal die Tür ein bisschen auf und schon hat man hier Besucher drin. Schaut euch das mal an. Hallo, guten Morgen. Wie habt ihr so geschlafen? So, kommt mal mit raus. Yes. Das ist echt so cute. Irgendwie die Straßenhunde kommen bei uns dann immer hier rein. Hier kommen sie alle. Ja. Ganz verhungert sind sie nämlich auch, deswegen gibt es nämlich jetzt erstmal einen kleinen Snack. Für alle ist was da, für alle ist was da. Tilda ist heute auf den Tag ganz genau 6 Wochen alt. Damit glaube ich auch offiziell gar nicht mehr neugeboren. Kein Neugeborener. Weiß ich nicht. Ist das halt der erste Tag? Echt? Weiß ich nicht. Bis 6 Wochen. Irgendwie verstehe ich auch die ganze Rechnung nicht. Aber ich glaube, es ist kein Neugeborener. Aber die letzten 6 Wochen bei uns waren ziemlich turbulent. Und auf jeden Fall. Wir haben uns eine kleine Auszeit auch von YouTube genommen. Letzte Woche gab es schon ein Video. Aber wir haben gedacht, heute zeigen wir euch einfach mal einen Tag in unserem Leben mit Tilly. Mit Tilly, mit unserem kleinen Tilly-Wunder. Auf Bali. Tilly-Wunder. Das Wichtigste zuerst, es geht uns allen sehr gut. Vor allen Dingen geht es Tilly sehr gut. Sie nimmt irgendwie mega gut zu, trinkt gut und wird irgendwie von Tag zu Tag mehr Mensch, haben wir so das Gefühl. Am Anfang war es wirklich so ein kleines, wahnsinnig zerbrechliches Neugeborenes, mit dem wir irgendwie auch nicht so richtig was anfangen konnten, aber jetzt wird sie immer aktiver und zeigt uns auch immer mehr, was sie braucht und was sie möchte und wir sind ganz verliebt in unsere kleine Maus. Ja, ja. Was heißt es? Was heißt es hier? Ich glaube, du bist wahnsinnig müde. Oh ja, sie ist wahnsinnig müde. Ja, und mir geht es auch mittlerweile wieder besser. Ich habe mich von der Geburt sehr gut erholt und ja, fühle mich körperlich eigentlich recht gut. Es klappt auch mit dem Stillen wirklich sehr gut. Ja, man hat immer noch Momente der Überforderung. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber soweit sind wir ganz happy. Während Laura sich jetzt um das Frühstück von Tilly kümmert, kümmere ich mich einmal um unser Frühstück und düse einmal schnell zum Bäcker und hol ein bisschen was zu frühstücken. Wir haben übrigens auch immer noch unser Auto hier. Das ist wirklich super, super praktisch. Aber jetzt tue ich trotzdem einmal mit dem Roller los. Das geht nämlich dann doch ein bisschen schneller, weil das Ein- und Auspacken hier ist nämlich immer wahnsinnig kompliziert. Und allein ist dann doch mit dem Roller immer noch am entspanntesten. Ich bin wieder zurück vom Einkaufen und es ist echt total verrückt zu sehen. Jedes Mal, wenn wir irgendwie 1-2 Wochen lang nicht dieselbe Straße gefahren sind, hat man das Gefühl, da gibt es irgendwie einen neuen Shop, neues Barberstudio, neues Tattoo-Studio. Es ist wirklich krass zu sehen, wie sich hier Django gerade verändert. Und wenn ihr euch dafür mehr interessiert, dann schaut einfach mal bei unserem letzten Video vorbei. Da habe ich nämlich Django und die Entwicklung von Bali mal ein bisschen im Detail angeguckt. Also vielleicht auch was für dich mit dabei. Aber jetzt gibt es erstmal was zu essen. Und unser Lieblingsbäcker hier, der hier nämlich heißt Fold, der hat richtig nice Sachen. Da gibt es richtig, richtig gute Croissants und also tatsächlich richtig gute Laugen. Richtig gutes Laugengebäck. Ja, da holen wir uns jetzt regelmäßig was. Manchmal lassen wir uns das auch liefern, aber heute hatte ich irgendwie Lust, da mal hinzufahren. Und ich glaube, wir müssen jetzt heute im Schichtdienst essen. Weil Teddy schläft gerade. The monster is sleeping. Oh. Das ist, glaube ich, so. Wenn man ein Neugeborenes hat, dann muss man ab und zu einfach die Zeit irgendwie richtig nutzen und manchmal ist dann der eine zuerst und dann der andere zuerst. Manchmal klappt es irgendwie, dass wir zusammen essen.
die letzten Jahre auf Reisen hatten wir eigentlich nie eine Waschmaschine, aber jetzt, wo wir hier wieder ein eigenes Haus haben, haben wir auch endlich wieder eine Waschmaschine. Ich glaube, das ist echt so das Allerwichtigste auf der Welt. Ja, es ist anders wirklich unmöglich. Und tatsächlich ist sie dann vor ein paar Tagen kaputt gegangen, aber hier auf Bali ist immer alles super schnell möglich. Also irgendwie das Gummi war gerissen und deswegen haben wir jetzt hier unsere neue Waschmaschine. Yay! Yeah! Richtig cooles Teil, so von LG. Also es funktioniert echt super. Aber ich glaube, die läuft echt einmal pro Tag. Tilly ist übrigens auch offiziell aus ihrer allerersten Kleidergröße rausgewachsen. Heißt, sie haben jetzt schon ein paar neue Sachen bestellt. Sie passen auch so gerade in ihre aktuellen Stramblereien, aber das wollen wir jetzt auch unbedingt austauschen. Und auch die erste Windelgröße haben wir quasi überstanden. Also das geht wirklich wahnsinnig schnell. Also alle Leute haben uns vorher immer gesagt, oh, die wachsen alle so schnell. Und dann denkt man sich so, ja, ja, ja. Aber dann erlebt man das irgendwie selber und ist dann wirklich baff. Also das, was wir übrigens am meisten waschen, sind Spucktücher. Ja, deswegen ziehen wir uns auch immer um und haben auf einmal was anderes an. Ja, aktuell sieht unser Alltag eigentlich immer so aus, dass wir relativ früh aufstehen und dann wird gestillt, gewickelt, dann wird gekuschelt, dann schläft sie wieder. Also eigentlich ist sie nie länger als eine Stunde am Stück wach, manchmal eineinhalb. Und dann schläft sie immer zwischen einer Stunde und zwei. Und die Tage verstreichen. Also es ist irgendwie, läuft das alles gerade wie im Film ab. Es gibt noch keine richtigen Routinen, trotzdem gibt es so ein paar Sachen, die wir eigentlich immer wieder haben. Also meistens gehen wir so gegen 20 Uhr ins Bett und bis jetzt schläft es dann aber meistens 22, 23 Uhr. Und ja, die ganzen Sprünge, die kommen, also erster Sprung, zweiter Sprung und so weiter, die lassen das Ganze auch immer hier aufregend bleiben, weil manche Tage sind sehr gut, da hat sie sehr gute Laune, ist irgendwie das glücklichste Baby auf der Welt. Und dann gibt es einfach Tage, wo sehr schwierig sind, wo sie sehr weinerlich ist, wo sie sehr viel Liebe braucht, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber es ist jeden Tag auf eine andere Art und Weise eine Herausforderung. Für uns ist irgendwie auch die größte Herausforderung, rauszufinden, wann der beste Zeitpunkt ist, das Haus zu verlassen, weil ihre Wake-Windows sind immer nur so kurz und da kann halt auch schnell die Stimmung kippen, deswegen momentan trauen wir uns eigentlich nur aus dem Haus, wenn sie schläft, jetzt. Aber zum Beispiel meine Freundin, die hat ein Baby, das ist 3 Monate älter und die sagt, es macht viel mehr Spaß eigentlich, wenn man mit einem wachen Kind rausgeht, weil es dann auch viel einfacher ist. Also ich frage mich, wann da der Change mal kommt, dass wir uns dann auch wach raustrauen. Momentan ist einfach alles noch total in der Anfängerphase und wir sind halt einfach auch noch super ängstlich, was das alles angeht. Und wir müssen uns auch langsam rantasten, wann wir wohin können. Aber jetzt probieren wir das Ganze mal aus und wir haben die Taschen gepackt. Wir werden jetzt mal zu einem kleinen Restaurant fahren, wo es dann auch so einen Pool gibt. Mal schauen, ob wir da reinhüpfen können, ein bisschen mal den Kopf freikriegen. Like the feel of something new, showing up out of the blue, never been so clear. Wir sind jetzt im Ticket Pink angekommen und es ist hier so ein kleiner Beach Club, Pool Club bei uns in der Nähe. Hier ist so Sand, es gibt ganz viele Liegen, es gibt einen riesen Poolbereich, eine Poolbar. Wir liegen natürlich unter im Schatten. Ja, genau, natürlich liegen wir im Schatten und es ist total entspannt, es ist nicht zu laut. Viele Sachen sind irgendwie immer viel zu laut, seit ich Mama bin, ist mir aufgefallen, wie laut die Welt ist. Aber hier ist es ganz angenehm und wir zahlen jetzt quasi hier einen Mindestverzehr, heißt wir zahlen 500.000, das sind 30 Euro, aber das können wir quasi verzehren. Und den ganzen Tag dann hier auf so einem coolen Daybed sein, also es ist echt richtig cool. Man ist hier umzingelt von Reisfeldern, also es ist so harmonisch, es ist so schön, mit Kind wirklich perfekt, um mal einfach rauszukommen, den Kopf frei zu kriegen und mal was anderes als unsere 4 Wände zu sehen, weil ich glaube, es ist echt was, wo so frisch gebackene Eltern wahrscheinlich den meisten Struggle haben, dass man sehr viel Zeit zu Hause verbringt und dann auch irgendwann so ein bisschen durchdreht vielleicht. Ja, und es ist echt auch viel Mut, irgendwie dann rauszugehen, ne? Also man muss ja seinen ganzen Hausstand gefühlt mitnehmen. Ja. Und wir müssen jetzt einfach immer mehr kleine Ausflüge machen, weil ich meine, Ende Oktober geht's für uns los. Wir werden wieder super viel reisen, durchgehend. Und dafür müssen wir uns natürlich auch ein bisschen üben. Also natürlich muss das irgendwie Tilda lernen, dass wir viel unterwegs sind, aber auch wir müssen lernen. Wie ist es denn jetzt plötzlich, wenn es nicht mehr Finn und Laura sind, sondern wir ein kleines Wesen dabei haben, was unglaublich viel Stuff braucht einfach. Yummy! Wir haben etwas zu essen. Was gibt's da bei dir? Bei mir gibt's Patatas Bravas. Sehr geil. Eine spanische Feinschmeckerin. Vor allen Dingen als Mom
braucht man immer was Einfaches zu essen, falls man das Kind schnell hochnehmen muss. Ja, kleine Häppchen sind das Beste. Also, wir können den Laden hier echt empfehlen, ist richtig, richtig cool. Wir verlinken euch auf einmal die Location. Also, wenn ihr hier in Perena seid, da kriegt jemand jetzt Hunger. Gerade richtig großer Meilenstein. Tilda wird nämlich gerade richtig hänglich und wir waren schon so kurz davor, euch nach Hause zu fahren. Das hatten wir schon ein paar Mal, dass sie dann irgendwie so ein bisschen kränklig wurde und dass wir sie dann überhaupt nicht beruhigt bekommen haben und dann der Abend und den ganzen Tag irgendwie schrecklich war. Aber jetzt habe ich es geschafft, wir haben nicht die Trage, die Sache mitgenommen und haben sie in die Trage gebracht. Und sie hat dann einmal richtig Randale gemacht in der Trage. Das macht sie gar nicht. Aber jetzt ist sie eingeschlafen und wir sind immer noch hier und jetzt kann Laura in den Pool gehen. Ich kann hier ein bisschen mit den Beinen im Wasser stehen. Also richtig geiler Meilenstein. Cool Time! Yay! Uns gibt es wirklich teilweise Wochen, in denen wir kaum rauskommen. Umso mehr versuchen wir das dann ab und zu wirklich mal rauszukommen, so wie da an dem Pool oder jetzt gleich an den Strand. Und das ist wirklich, ich glaube, eine Sache, die wir jetzt am frohsten sind, dass wir irgendwie hier auf Bali sind, ist, dass wir einfach so schnell zum Strand gehen können. Gehen können wir leider nicht, aber wir können jetzt einmal das Auto parken und zum Strand düsen. Je nachdem, ob Tilda schläft, gehen wir dann immer mit der Trage und gehen dann irgendwie so ein bisschen spazieren, wenn sie halt wach ist. Dann trauen wir uns sie aktuell noch nicht so in die Trage zu machen. Ich weiß auch nicht, sie mag es dann immer noch nicht so gerne wach. Das heißt, dass da tun wir sie dann in den Kinderwagen, machen dann so eine kleine Runde und irgendwie trinken eine Kokosnuss oder ein Bier am Strand. Also das werden wir jetzt mal machen. Come, my darling, let me help you. We can follow the sun. Das Schönste hier in Bali in unserem Leben hier ist, glaube ich, definitiv, dass wir einfach so nah am Meer wohnen und ich würde es auch nie wieder eintauschen. Also ich weiß nicht, ob Bali unser Forever Home bleibt, wird, wie auch immer, aber es ist einfach mega schön am Meer zu wohnen und ich finde es einfach was in Deutschland nicht so richtig möglich ist und nicht so schön ist, wie es hier ist. Deswegen, ich glaube, langfristig werden wir immer irgendwo sein. Als Familie. Ich bin gespannt, wenn Tilly irgendwann mal, wenn wir mit ihr in Deutschland sind und sie dann fragt so, können wir jetzt noch ans Meer? Ja, ich finde es einfach auch schön, den Gedanken, dass wir irgendwie unseren Kindern das ermöglichen, immer am Strand in Nähe zu haben. Ich habe mir das irgendwie immer für mich selbst gewünscht. Ja, es tut uns einfach richtig gut, sonst fällt einem echt da immer die Decke auf den Kopf und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick hier in unser aktuell etwas ruhigeres Leben gefallen. Und wenn ihr unsere nächsten Abenteuer nicht verpassen möchtet, da sind schon einige geplant, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.